Hey Leute, es gibt neue Shirts im Bergmann-Shop. Unter anderem das offizielle From the Future-Shirt, inklusive Redaktionsausweis und Zertifikat. Wenn ihr euch also den Abenteuern unserer From the Future-Redaktion anschließen wollt, dann schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Minecraft Pyro. Und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Ich habe dieses Schiff schon immer gehasst. Meine erste Vermutung wäre, dass wir gestrandet sind. Der hier ist seit Jahrzehnten verlassen. Das können wir nicht erzählen. Wir sind hier. Ja, ist das Boot, also, wenn einer geplant hat, dann ist ja Takaishi, glaube ich, ne? Wie ihr die Insel. Was haben sie denn da gefunden? Das sieht aus wie ein X. Das sieht aus wie ein X. Oh! Oh! Ich kann doch nicht einfach da reinspringen. Hey. Ist es sicher da unten? Was ist das? Hier ist auch ein Knopf. Hinterm Wasser. Was macht der? Das heißt, das ist unsere Chance, dass irgendwie. Der flog ein Buch raus. Da kam irgendwas raus. Ich hab ein Buch. Kam das? Okay. Ich schau jetzt rein. Wollen Sie mal rein. Aber lese nicht laut vor. Ich würde nicht reinschauen. Ich trau nicht. Was soll denn passieren bei einem Buch? Das könnte eine Sprengfalle sein oder so. Wir sollten das Buch aufmachen. Hinter dem Tor, fest verschlossen, ruht ein Vermächtnis, von vor langer Zeit erbaut. Voll verlorener Erinnerung und Wissen. Wird sie befreit, ist sie nicht das, was sie war. Doch sie trägt den gleichen Schein. Die Wege der Zeit haben sie gezeichnet. Die drei Relikte der Zeit, bring sie und ihr wird sich offenbaren, der Schatz der vergessenen Vorfahren. Das hört sich doch gut an. Das ist ein Schatz. Leute, wir haben. Das erste Puzzleteil eines geheimnisvollen Schatzes gefunden. Aber da ist keinerlei weiterer Hinweis auf diese drei Relikte. Ja, aber irgendwo wird noch einer versteckt sein. Drei Relikte, stand da? Drei Relikte. Sehe auf jeden Fall drei Relikte der Zeit. Das ist kein gutes Zeichen. Ich würde sagen, wir gehen raus und lassen das Buch hier. Takaishi, ganz im Ernst, das ist doch mal das, was wir uns gewünscht haben. Ja, das stimmt. Den ganzen Missionen, die wir hatten, das war auch immer so eine mickrige Bezahlung. Wir waren immer so eifersüchtig auf die ganzen Piraten und Banditen, die in den ganzen Spielunken immer davon gesprochen haben, was sie für ein Reichtum erfahren haben, durch die Schätze, die sie gefunden haben. Und jetzt sind wir so nah dran. Jetzt könnten wir endlich selber mal das dicke, fette Geld machen. Wir könnten die Tür auch einfach freisprengen. Und dann riskieren, dass der Schatz zerstört wird. Wir sind tatsächlich drei. Deine Ideen waren schon mal besser. Was ist da? Einfach nur irgendwas sprengen. Hier sind drei Öffnungen, das stimmt. Also das sieht... Ja, und hier sind hier scheint irgendwas dran zu sein. Vielleicht müssen wir die Totenköpfe da reinschmeißen. Also die Totenköpfe würde ich schon mal nicht anrühren. Das könnte ein Sprengfall sein. Ich meine, wir sitzen jetzt so oder so erstmal hier fest. Ich glaube, so schnell werden wir nicht mehr wegkommen. Ach Quatsch, Leute. Boah, schaut mal hier. Das heißt, zack, Alter, zack. Und Feier! Ja. Und. Erstmal nichts anderes zu tun. Hilfe! Hilfe! Nehmen Sie sich an die Hand! Hier, die Hand! Danke. Takaishi? Also der ist jetzt selber schuld. Seid ihr jetzt dabei oder nicht? Was haben wir denn für eine andere Wahl? Wir sitzen die andere Wahl ist, dass wir jetzt ein gemütliches Lagerfeuer machen können und dann können wir uns schön da drum dretzen und dann können wir irgendwie gucken, ob wir noch irgendwie nachts von weiteren Monstern angegriffen werden. Oder wir gehen endlich mal auf die erste richtig große eigene Schatzreise. Wer ist dabei, hä? Wer ist dabei? Ich meine, es klingt schon ziemlich verlockend, muss ich sagen. Dann lasst es uns mit einem möglichst komplizierten Handsiegel. Das ist eine sehr gute Idee. Mit einem möglichst komplizierten Handzeichen besiegeln. Das wie würde man ich sagen. Das in Britannien? Wie wir besiegeln das Handzeichen. Handsiegel. Hands on. Handzeichel. Okay. Handzeichel. Okay, Leute. Wir spüren uns. Reicht euch die Hände. An diesem Abend. Dass wir das Mysterium dieses Raumes und dieses seltsamen Buches lüften werden. In Ordnung? So machen wir es. Seid ihr dabei? Das wird, wir haben, ich habe neuen Lebensmut. Ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Ende war ich ein bisschen, ich habe nicht mehr so Lust gehabt auf euch. Aber jetzt. Habe ich gemerkt, als du versucht hast, uns alle in die Luft zu sprengen. Ist halt so ein bisschen durchgeschimmert. Nein, das Einzige, was du siehst, ist das Geld und den großen Reichtum. Nein! Das Geld ist mir egal. Ich will nur eins. Nicht für das Geld gemacht, Leute, ganz ehrlich. Ich möchte einfach nur was in die Luft sprengen. Ich möchte einfach nur die Wahrheit erfahren. Ich möchte, dass wir hier die Wahrheit ermitteln. Und meine, wann passiert einem schon was von mal, dass man in so einem Raum landet? Genau. Das ist doch eine Chance, muss man auch mal nutzen. Unglaubwürdiger Zufall eigentlich. Das ist also, schon. Auf drei. Ist, Leute. Eins. Okay.
Drei. Der war ein bisschen fest. Der war ein bisschen fest. Spruch, ja. Auf diesen Schall. Wollen wir uns nicht einen eigenen Spruch ausdenken? So, ja. So? Hede Heide Hops. Ja. Schatz, Jäger. Vielleicht ein bisschen was Bedrohlicheres. Wir finden diesen Schatz. Na klar. Wir sind from the future. Ah, nicht schlecht. Aber erstmal müssen wir jetzt was essen. Genau. Also, ab nach Hause! So, ich hab das auch. Wenn ich irgendwann, wenn sie aufwachen. Haben, unsere ganze Chance auf den Platz ist dann vorbei. Ich hab's. Safi. Safi, wir werfen dir ab und zu mal was zu essen runter, okay? Safi, ich mach ein Seil. Gib mir 2 Monate, dann werf ich... Oh Gott, nein! Okay. Alles klar, Leute. Das bleibt erstmal unser kleines Geheimnis, okay? Wir reden mit niemandem darüber und tun so, als lass mich das mal alles wieder zumachen hier, als wäre das alles nie passiert. Und dann gehen wir runter, sobald wir uns hier auf der Insel ein bisschen besser zurechtfinden. Meint ihr echt, das ist ein Schatz? Was denn sonst, Herr Verzögerung? Ich bitte Sie. Ein Buch, in dem ein... Glück kann man denn haben? Wir landen auf der einzigen Insel, wo direkt so ein Schatz vergraben ist? Ja, zunächst müssen wir aber diese komischen Relikte finden, damit wir den Schatz bekommen. Und ich würde auf jeden Fall das Buch erstmal verstecken, an irgendeinen Ort, wo das keiner uns wegnehmen könnte. Meinst du, hier findet uns irgendjemand? Das sollten wir überhaupt erst. Das sollten wir als allererstes mal überprüfen. Wo wir überhaupt sind, was hier vielleicht noch in der Nähe ist. Und vor all dem sollten wir endlich mal anfangen, uns hier mal ein paar Ausrüstungsgegenstände zu basteln, wenn ihr mich fragt. Ja, okay, das stimmt. Okay, ich würde vorschlagen, ich würde vorschlagen, ich schaue mir mal die Sonne an und schaue mir mal an, ob ich irgendwie herausfinden kann, wo wir genau hier sind. Okay, und, wo sind wir? Schau die Sonne. Das weiß ich auch nicht so richtig. Was sind die Koordinaten? Ich müsste mir einen Kompass aus ein bisschen Moos und Dreck bauen, also das dauert auch ein bisschen. Bauen Sie ein Fernrohr für die Sonne? Wir bräuchten auch mal irgendwie, damit wir in Leute, der Nacht irgendwie... Leute, kommt mal her! Los? Hier ist ein Boot. Boot? Wie funktioniert das noch? Das ist ja wirklich... Ist das von euch? Wartet nicht so nah! Passt doch auf! Hat ihr den Wahnsinn nicht? Das war doch vorher noch nicht da. Ist das von uns? Ja, weißt du, ob das vorher noch nicht da war? Ist hier jemand auf der Insel? Wir sind auf der Insel. Ich bin mir sehr sicher, dass das Boot vorher nicht da war. Hallo? Ich bin hier lang gegangen, als die Melonen abgebaut haben. Okay, hallo? Schrei doch nicht so rum! Natürlich! Wenn jemand auf meiner Insel ist, dann zeig dich sofort! Kapitän, jetzt... Leute, in das Boot passen maximal 2 Leute rein. Wir sind zu viert. Ja, eben. Ich glaube, hier ist niemand. Sonst hätte er mir garantiert geantwortet. Was machen wir jetzt mit dem Boot? Wollen wir damit irgendwie abhauen? Vielleicht können wir uns da zu viert draufzwängen irgendwie. Was weiß ich, einer hält sich hinten fest. Ja, einer... das geht unter. Ja, vor allem wird es wieder dunkel. Essen, Leute. Und ihr wisst, was passiert, wenn es dunkel wird. Also bitte, reißt euch jetzt mal zusammen. Ja, okay, wir müssen uns jetzt mal irgendwie zumindest einen kleinen provisorischen Unterschlupf und nicht da unten hier in der Höhle. Aber meint ihr wirklich, ich meine, hier stand ja auch schon die Kiste und diese Höhle da unten? Ja. Das sind hier ja Leute, die regelmäßig hier zurückkehren. Wir können Leute, seht ihr das da hinten? Hey, was? Sind das vielleicht die Leute, die den Schatz vergraben haben? Da hinten ist was, da, wo der Mond aufgeht. Da sind Bäume. Ich sehe 3 Bäume. Du hast recht. Okay, was machen wir jetzt? Wir sollten uns irgendwie auf den Baum flüchten, bevor wir wieder... Ja. Und dann wisst, irgendwie auf dem Baum irgendwas bauen will. Oder? Wir schwimmen mal rüber zu der Insel. Jetzt nach... Warum denn nicht? Wir könnten doch... Wo ist denn eure Abenteuerlust, Mensch? Du fragst dich, ob Abenteuerlust denn ist? Wir wollen den Ozean. Okay, es ist ziemlich kalt. Einfach mal schauen, Leute. Was soll denn schon schief gehen, ich bitte euch? Also, ich bin kein wirklich guter Schwimmer. Das stimmt allerdings. Oh, auf unserer Insel ist irgendwas. Hä? Oh Gott, da ist doch... War der eben auch schon da? Wir haben immer das richtige Gefühl. Ich hab uns gerettet. Mach, dass du wegkommst von unserer Insel. Den spreng ich weg. Wir kommen jetzt nicht sofort, aber wir kommen wieder. Wir holen die uns zurück, keine Sorge. Jetzt ist das eigentlich unsere. Hier links ist auch was, schaut mal. Hä? Links ist auch was. Stimmt. Wie kann ganz, ganz das nicht Insel. Aufgefallen sein? Da vorne steht jemand. Da steht Hallo? Dann seid vorsichtig. Psst. Hallo? Ich hab noch nicht unnötig Aufmerksamkeit. Nein, aber erstmal. Jetzt hat er uns gesehen. Die Leute mit dem Schatz. Ich versuche mal mit ihm zu reden. Hallo? Ja, lieber nicht, liebe. Guten Tag, junger Mann. Kann ich. Au! Aufpassen! Hau ihn weg! Hau ihn weg! Zack, bam! Gedickt! Alter! Und jetzt aber einer rein hier! Und zack! Und nochmal rein! Die haben es immer noch drauf. Er ist aufgeplatzt! Leute! Leute, ich würde vorschlagen, dass wir lieber. Oh mein Gott, schaut doch mal im Wasser! Schaut doch mal hinter, da an der Seite, was ist das da? Was ist denn? Wo denn? Was denn?
Was denn? Seht ihr das da im Wasser nicht? Nein. Das sieht aus wie Atlantis. Den Tempel, meinen Sie? Da sind irgendwelche... Das sind ganz viele Viecher. Ich sehe sie. Oh Gott, okay, okay, weg, weg. Und wer, Leute, dreht euch nicht um, okay? Dreht euch nicht um. Dreht euch auf gar keinen Fall um. Oh Sorry, Gott. Die sind im Wasser hinter uns. Ja, nee, das sind sie gar nicht. Das sind sie gar nicht. Erstmal die Ding gucken. Die Fische, das könnte eine neue Spezies sein. Psst, unsichtbar. Oh, ja. Einfach untertauchen, untertauchen. Da war eine Fernknuppe. Ich hab's auch gesehen. Ich wünsch dir was. Was soll ich jetzt für den Kabeljau auf unserem Schiff machen? Kabeljau. Bah. Kann ich so schnell schwimmen, Leute? Wenn das alles vorbei ist, dann mache ich dir einen. Das war vielleicht nicht die beste Idee, aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir nicht... Großartig. Irgendwie hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Danke, ja. Selbstgespräch. Wie ist es meiner, der auf meiner Seite ist? Ja, also die Idee war zwar nicht die beste, aber wir wissen zumindest, dass wir nicht alleine sind und dass hier ziemlich viele Inseln noch um uns herum sind. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ich könnte vielleicht eine kleine Karte schon mal anlegen. Ja, stimmt. Das wäre nicht schlecht. Aber wir sollten jetzt aufpassen, wenn wir wieder hier an Land gehen. Bin ich auch wieder so Kollegen auf uns warten. Hallo? Vorsichtig. Denkt ihr, den wir vorhin gesehen haben, der ist mit dem Boot jetzt schon da wieder vorne weg? Da vorne sind welche. Also denkt ihr, wir kommen bald mal an Schwarzpulver? Hier oben gefällt es mir auf jeden Fall schon viel mehr. Das stimmt. Scheint nichts zu sein. Wer braucht jetzt Essen? Ich habe noch gebratenes Fleisch. Ich bin sehr hungrig. Den architektische Gene. Ja. Die machen das sehr schön. Die Insel ist auf jeden Fall wieder voll. Schiffsbau immer. Voll mit irgendwelchen eigenartigen Monstern. Vor allem auch hier unten am Fuße des Baumes. Und sie haben uns gesehen. Mhm. Okay. Nein, sie haben uns nicht gesehen. Alles gut, Leute. Nicht unnötig. Nein, die haben uns nicht gesehen. Nein. Ja, aber wir sind auf jeden Fall erstmal sicher. Alles ganz entspannt. Die kommen nicht hoch. Oh oh. Ich rede mit ihm. Herr Verzögerung. Ich rede mit ihm. Da kommt jemand die Treppe. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin, sage ich. Und da nicht weiter! Er ist aber hartnäckig. Jetzt gleitet er runter. Hallo? Da, wie elegant er da die... Er ist weg. Die Ahne da benutzt hat. Ja. Richtig ziehen. Hallo? Tarzan? Da ist eins von diesen Explosionsdingern. Hast du ihn? Okay, ich hab ihn. Wir müssen den Weg absichern, Weg absichern. Oh Gott. Den Weg absichern. Okay, sicher mal den Weg ab, Alter. Was hast du hier gebaut? Eine kleine Fluchttreppe schon für dich, falls du ja, eng. Ey, unser neues Schiff ist ja fast fertig. Wir brauchen Ausguck, Leute. Lass uns das gleich aufs Meer schmeißen. Hey, Verzögerung. Hat jemand Holz? Ja. Schauen Sie mal. Was denn? Ui, oh. Oh Gott, was haben Sie gemacht? Fangen Sie mir keinen Schrecken ein. Ich habe einen nice Stunt gewagt. Deswegen bin ich Kapitän, Leute. Das traue ich mir. Aber dafür braucht man Mut. Mir ist das auch ein bisschen zu. Ja, ich traue mich auch nicht so richtig. Oh, von hinten! Oh, ich hab Krieg gelernt! Oh Gott. Nice. Sehr gut. Das habe ich gut gesteuert von hier oben. Wir sollten jetzt mal aber auch irgendwie schauen, dass wir ein bisschen eine langfristige Nahrungsquelle finden, oder? Meint ihr nicht, hatten wir nicht diese Angel? Ja, in der Truhe. Stimmt. Ja, haben Sie was? Ich hab einen Stock. Was haben Sie? Ein Stock. Schaut mal, Leute. Das ist ein Stock. Schaut mal. Oh, das sind meine Steine. Meine! Oh Gott, wir haben einen Schuss. Achtung, Takashi. Es reicht mir ein für alle Male. Die Falken greifen den Teil an. Passen Sie auf. Er ist tot. Leute, was? Ich hab was geangelt. Was hast du geangelt? Zeig es. Hier einen frischen. Wie will jemand? Oi! Was ist das denn? Du hast wirklich einen Fisch gefangen? Boah, der sieht super lecker aus. Schaut mal. Hä? Boah. Soll ich dir mal essen? Ich überlasse Ihnen, Herr Kapitän. Aber lassen Sie uns auch was übrig, ne? Ja, okay. Lass mich mal schauen. Ich komm, ein beiß einmal ab. Biss. Zack. Ja, war ganz lecker. Na gut. Na, was schmeckt der? Ölig. Hier, probier mal. Oh. Nur ein bisschen, ich will auch noch. Und? Ich will auch noch was, gib mal her. Ich will auch noch was. Ja, ein bisschen zu schleimig. Bitte. Ich will zuerst. Okay, hier bitte. Also. Ich will als erstes. Captain, was ist los?